Kannst du, Molly Maus, das kannst du mal in Discord posten, da werde ich mir das bestimmt, also jetzt hätte ich das bestimmt vergessen. Diego aus Ice Age, nein. Diego aus Ice Age, den find ich sehr sympathisch. Ich würde ihn aber nicht mit dieser Farbe. Diego ist eher orange. Orange. Bernard. Il Greco. Garfield, passt auch nicht. Kit Kat. Mr. Wurzel, okay. Griseo Catus. Bagheera. Bagheera hatte ich auch als erstes gedacht, weil der so dunkel ist. Aber der hat so viel Grau für mich. Heiko, ich will aber hoffen, nur YouTube bei mir. Nur YouTube bei mir. Nein, gib dem einfach mal einen Namen im Dexel, im Dex-Universum. Also ich möchte jetzt hier kein Bagheera haben oder sowas. Gib dem mal einen schönen dexischen Namen. Das so nicht anders. Wie heißt der hier? Das ist Balto. Der ist hübsch. Balto ist hübsch. Was Level hat der denn eigentlich bekommen? 161, wie hat meiner hier? 119. Mal kurz zum Wasser runter. Ich trinke. Mach das. Mach doch, nimm doch. Mach ich gleich. Ich glaube, hier kommt schon ein Name in meine Richtung. Kurt Günther, das gehört sich das sowas von gut an. Kurt, ist das ein männlicher? Das ist ein weiblicher. Kurt Günther geht nicht. Könnte ich ja trotzdem machen, das ist ja egal. Heute ist alles mit Gender und Gender und Flender. Alles zusammen. Hildegard. Länder. Hildegard, ich kenne doch keine Hildegard. Ich finde auch Hildegard ist auch nicht mal so schlecht. Liselotte Hermann. Liselotte Hermann. Das ist ein weiblicher, männlicher Name. Liselotte Hermann mit 2 M war das? Genau, den. Ich würde sagen, ja. Hermann. Liselotte Hermann. Also, es ist ein schöner Name. Achtung. Ich mag übrigens, Lieselotte mag ich übrigens sehr gerne. Wird ja meistens entweder Lotte oder Lotti dann ausgesprochen. Ne? Finde ich voll, voll schön. Lieselotte Hermann haben wir jetzt hier. Jetzt kann sich keiner beschweren. Immer nimmst du den Namen für Männer. Nimmst du immer Namen für Frauen. Jetzt habe ich Lieselotte Hermann hier. Ich brauche auch Wasser. Ich mache mal Wasser nach hier oben, okay? Ja, mach mal. Hallo Colin, danke für das Raidi-Raid. Was gab's Schönes bei dir? Wo ist denn hier das komische Eingangsrohr? Das brauchte ich Zement. Haben wir Zementingpässe hier rumfliegen? Nö, ne? Kannst maximal welche machen, wenn du Chitin hast. Schitten? Bitte nur. Was hast du gemacht? Schitten, ne? Bitte nur. Ach, guck mal, schmeißt wieder Müll hier irgendwo hin. Mal gucken, ob der Radius Radinski auch hier oben hingeht. Er bleibt da oben. Ich muss sowieso nur hier an die Kante. Genau da, Milchen. Bisschen, oh, Minecraft. Habe ich eigentlich jemals Minecraft gestreamt? Nö, ne? So nicht. Warum tue ich das nicht? Also, so Pokémon Edition. Habe ich aber nie gestreamt, ne? Obwohl, gestreamt? Nee, stimmt. Ah, verdammt. Kommen Sie mal ran hier. Nehmen Sie mich doch bitte mal wieder auf. Komm. Komm. So. Es hat nicht ganz geklappt mit dem Wasser bis nach oben. Ich brauche Schitten, Schitten, Schitten. Wo kriege ich denn das her? Schildkröten. Na toll. Schildkröten, ne? Es gibt übrigens ein schönes Kindercomic-Bücher. Ach nee, das war der. Da geht es um eine Kuh.
Und die Kuh heißt. Nee, Lieselotte, die Kuh. Lieselotte, die Postkuh. Kennt ihr dieses Comic? Kindercomic? Was ist hier los? Ach, wir haben so ein Ende. Wir suchen Agentavis und hier sind alles Agentavis, ist eine Agentavis Familie. Mein Gott, was geht denn hier ab? Die arme Knutschkugel kriegt's voll aufs Maul, ey. Weiß gar nicht, was ich hier alles gucken soll. Ich mach mal mit hier. Einfach mal reinhalten. Oh mein Gott. Jeder will mal. Jeder will mal reinbeißen. Ich wollte einfach mal mitwirken. Sind hier mehr? Nee, ne? Guck mal, wie sie rüberkommen. Die sind voll nachtragend, oder? Das ist nicht der richtige Agentavis. Dum, dum, dum. Bam, bam, bam. Dum, 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 dum. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jetzt Trompeten mit dazu kommen. Kommt auch an, was für ein Tier du hast. Wettest du, wie auch immer. Lala, kennst du die? Kennst du das Comic, Lieselotte? Die Kuh? Oder nicht? War das ja, Lieselotte, ja, das war für den Namen genannt. Ist ein voll niedliches Comicbuch. Gibt es, glaube ich, mehrere Comics zu. Zu der Lieselotte-Kuh. Mit dem Bauer. Claudius. Guck mal, wenn der Claudino da im Kreis dreht, der sucht nur auf seine Opfer, irgendwas zu bestehlen. Was wolltest du fragen mit dem Sattel? Ob die Sättel kaputt. Ich? Nee, das war jetzt gerade im Stream. Ob Sättel jetzt auch kaputt gehen? Das weiß ich gar nicht. Ist das neu? Die hat zwar auch eine Schadensanzeige, aber hat noch keinen Schaden bekommen. Keine Ahnung. Also die einzigen, die kaputt, wo ich weiß, dass die kaputt gehen, sind die Wallred-Sättel. Okay, aber die werden ja auch hier anders genutzt, ne? Ich suche eine Schildkröte oder von mir aus zwei oder drei. Ich bin ja schon fast wieder zurück nach Hause geflogen. Finde keine. Die, nicht die Karpfen. Wie heißen sie nochmal, die Fische hier? Servetus. Nee, nicht die Servetus Nee, nicht die Salmons. Salamence heißen sie. Nee, nicht die, nicht die, nicht, nicht, nicht der Lachs. Ich meine hier die ganz normalen Oder Fische. Krams. Die sind so laut geworden, das nervt echt. Das Haben wir Rumgedüdel. keine. Ja. Das geht nicht mehr. Für den Wasserspeicher, ja? Wieso? Gab es da was anderes, was ich noch bauen sollte?
Den hier, das für das brauchte ich das, also ein bisschen Zement zu machen. Wir haben kein Zement, deswegen. Ich kann auch nach Hause. Oh, das ist eine. Guck mal, wir reden über Schildkröten. Der Aussage enthalte ich mich gern. Die gehören nicht mehr. Nerven sie nur. Der Spooky? Bei einem Spooky? What the fuck? Ist artig schön. Wo sind denn die nächsten Dingsbums hier? Die ganzen Biberdämme in der Nähe. Bei uns in der Base, glaube ich, in der Nähe, ne? Blablabla, vielleicht. Muff, Öffne. muff. Echt unverschämt schön, ja. Ich bin diese Dodus, eigentlich müsste ein Trike ja auch Setin geben. Ich will sein. Keratin gibt es, glaube ich. Der Trike? Ja. Nee. Viel, Jemals. aber ja. Sicher? Nein, jetzt nicht mehr. Oh, 112. Okay. Ich lasse dich doch leben. Ich wollte jetzt einfach nur mal so von hinten anbeißen. Der Typ ist 112. Nein, ich weigere mich. Try to keep Karantin. Okay. Doch cool, Dankeschön. Vogel, kommst du wieder her? Guten Abend, dir auch. Oh, das ist eine Schicht. Ob ich der Track nicht nachtragen und kommt es hier angerannt. Wirklich? Mit Gefahr aufzustehen mit dem Agitavis. Ich mach das lieber alles im Laufen. Schluckspecht wird immer, der hat immer mehr Gewicht. Der kann hier tragen wie ein Weltmeister. Schluckspecht. Schluckspecht habe ich den genannt. Nee, nicht Schluckspecht. Doch, Schluckspecht habe ich den genannt, oder? Schleppspecht. Nicht Schluckspecht. Flumina, danke schön für den Ready Raid. Auch dir einen guten Abend. Was gab Schönes? Danke. Hier gibt es Schildkröten, das weiß ich. Auf dieser langen Landzunge. Chat, soll ich das so ein bisschen heller stellen jetzt, weil es gerade so ein bisschen dunkel wird? Oder soll ich das so lassen, weil es wunderschön auch bei abends und Mondschein ist? Mondschein. Und Sterne, alle haben mich gerne. Keine Schildi da. Aber Moshops. Willst du Moshops haben? Prügel. Ja, fragst du das ehrlich? Immer. Ja. Immer gerne. Okay, dann gehen wir rüber. Noch Ausdauer. Gott, Viecher. Ah, Schildi, ich komme, ich rette dich vor. Da, da.
Ich weiß noch, als ich das Sam-Video hier gemacht habe, nein, ich werde nicht mehr über die Dunkelheit reden, ich rede darüber, dass ich das Sam-Guide hier damals hier drin gemacht habe. Da habe ich dann Kommentare bekommen in den, ja, hier den Hai reinschieten. Weil ja der Hai ja gar nicht hier drin spawnen kann, weil da hinten der Ausgang zu seicht ist für die Haie. Das stimmt schon. Pass auf, ich will es nur mal ganz kurz zeigen. Bleibst du da sitzen? Kommt da irgendwas, was dich beißt? Nein. Okay. Hi. Die Haie spawnen auch hier in diesem... Kommst du mal... Ich wollte doch nicht mit dir ins Wasser. Wo ist denn jetzt die Schildkröte? Ist sie ins Wasser gegangen? Da hinten ist sie. Greift er an? Ach ja, Mann, ey. Ich hasse dich, du blödes Scheißvieh. Ah. Was denn? Eine Kraftausdruck. Aber sowas von. Scheiß Klauvögel, ey. Okay, die sind doch erlaubt. So, tot. Und verderben. Schufte. Der hat mir meine, wie heißt nochmal, die weißen Bären geklaut. Ich habe übrigens gedacht, die haben dem, ich nenne es mal Bug mit dem Biomia und dem Stimbären füttern. Nee, haben sie nicht. Es ist immer nur ein Kackhaufen los mit mehreren Stacks drauf. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen genug Keratin oder sowas. 96 kann man mit an. Ich denke mal, da kann man was mit anfangen, oder? Ich habe schon wieder keine Steine. Ich muss jetzt länger wegbleiben, sonst muss ich wieder arbeiten. Steine farmen, Steine farmen. Weißt du was, ich flieg mal zu meinem alten Spot von Staffel 3, den ich auch so toll fand. Das waren noch zwei. Also ich weiß, ich habe ganz kurz bei Saikano reingeguckt. Ich weiß, dass Saikano dort baut. Oder ob irgendjemand da war, oder sie da war, wo jemand gebaut hat. Aber da konnte man leider schon nicht mehr sehen, ob das wie dieser Spot verändert war. Dann ist jetzt deine Chance. Chili! Jetzt und gewinnen Sie eine Aussicht. Er kümmert übrigens noch gefragt nach Dödis und dergleichen. Bitte? Ja, vorhin. Hat er sie gefragt wegen Dödis und so. Ah, da habe ich nicht mitbekommen. Zum Zähmen oder was? Ja, zum Mitbringen. Zum Farmen, denke ich mal. Ah, okay. Chili, Chili, Chili. La, 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 la. Hier hat übrigens auf diesem Stein, hier hat der Wichswachs damals gebaut. Und dann hat mir so eine Brückenmod, und dann hat er sich in der Röber so eine Brücke von da hinten bis hier hochgezogen. Stimmt. Ah. Aber nur der Spot ist exakt der gleiche. Hat sich null geändert. Die ganzen Steine habe ich abarbeitet und dann habe ich dann hier vorne bei Staffel 3 meine Base gebaut. Übrigens bis heute meine Lieblingsbase. Ich weiß nicht warum. Ich fand sie einfach schön. Du hast dir Mühe gegeben. Ich habe mal ein bisschen mehr dran getan, außer vier Wände. Mensch, lass mich doch. Hm. Es wird wieder nachts. Fängt wieder an zu lecken. Ja. Ja, das ist mit dem Ausstellen der Wolken und dem Nebel ist leider aber dann der Regen nicht mehr so schön. Der ist der Regen so, ja, so seicht. Der macht nichts Großartiges.
Der macht irgendwie nicht nass. Ich hinterfrage diese Aussage. Ja? Macht das? Hinterfragen Sie das bitte. Ich habe gesagt, ich hinterfrage Sie nicht. Aber ich will es so wissen. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich will. Oh, da leuchtet was. Ah, das bin ich. Die erste Staffel war die geilste. Die erste Staffel war sowas von planlos. Aber es ist sowieso immer, alles, was man das erste Mal spielt, ist einfach immer toll. Ist das Gleiche ist es ja meistens bei den Filmen auch. Auch wenn ich sage, Terminator 2 gefällt mir am besten, aber der Terminator 1 ist dieses erste Mal, wow, was für eine Idee. Herr der Ringe, die Gefährten, ist mein Lieblingsteil davon. Ist irgendwie immer, man hat immer das Gefühl, oder man meint ja immer, dass das erste Mal das Beste ist. Ganz besonders diesen Wow-Effekt, den man dann immer bekommt. Was ist eigentlich deine Film? Genre-Richtung, ach guck mal. Doch, die ist weit gefächert, also ich habe keine wirkliche. Ich guck eigentlich alles. Und wenn du drei die engere Wahl nehmen solltest? Aber mir gehören, ich weiß ja, Filmgenre, ja. Ziehen die Manga-Filme dazu? Kannst du machen, ja. Die Ghibli-Filme finde ich, also Ghibli generell, finde ich halt mega cool. Horrorfilme natürlich. Okay, Horror? Ich wusste es gar nicht, dass du Horror. Oh. Es kommt darauf an, wie krass Horror es sein wird, aber ja. Teils selber auch gucken. Oh. Aber da geht's gar nicht so wirklich. Geht gerade. Also Science Fiction finde ich jetzt nicht so besonders. Also bei Science Fiction muss es gut sein. Da müssen sie mich echt umhauen. Was Besonderes bieten, wie jetzt zum Beispiel Matrix oder sowas, da sage ich, wow. Das fand ich einfach richtig cool. Coole Idee. Weit, weit hergeholt. Ich mag auch so welche Filme wie Science-Fiction-Filme wie sagen wir ja einfach mal Blade Runner. Blade Runner 1, alt, ganz alt. Und Blade Runner 2 hat mir sogar auch gut gefallen, weil ich den Schauspieler auch so gut finde. Dieses, wie das so gedreht worden ist, dieses ja, so Wegviecher. Monotone. Kennst du den Film? Hat die Tiger Eye letztens gepostet im Discord. Demolition Man? Mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes? Das sind so Science-Fiction-Filme, die ich einfach echt gut finde. Wer ist der Schauspieler nochmal von Goslin, 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 Goslin? Ich weiß nicht mehr. Nach irgendwas mit Goslin. Ach, wenn man einmal fliegt und die Axt einmal in der Hand hatte, kann man die Axt nicht mehr reintun beim Fliegen. Ich muss landen, einpacken und dann wieder reintun. Nicht gut gelöst. Ryan Gosling. Ein super Schauspieler. Und wenn man so die Schauspielkunst anderer Schauspieler, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal einfach den einer der besten Hollywood-Schauspieler, die es gibt, Leonardo DiCaprio, einfach unglaublich gut. Der kann aber so viele Gesichtszüge zeigen. Und Ryan Gosling hat einfach nur ein Gesichtszug. Dieses Desinteresse, dieses ich bin einfach hier. Und das ist so gut, wie er das macht. War doch eine sehr gute haben, anstatt viele mehrere. Und die nur okay, sag ich mal. Ich mag den. Mein, jetzt ist es ein schlechter Vergleich gewesen dafür, aber immer, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Sandra Bullock, ja. Sandra Bullock war auch dabei. Noch ganz, ganz knackig süß. Hm. Und jung. Nicht vergessen. Ich geh mal Stein holen. Oder hast du schon genug Bier? Hey, ich brauche schon wieder Steine. Komm erstmal hochgeflogen. Oh, Kim ist hier? Oder warum liegt Kims Leiche hier unten? Und ist das eine von ihren Leichen, wo sie mal runtergefallen ist? Wahrscheinlich das, weil Kim ist nicht hier. Weil, gute Nacht.
Wusste gar nicht, dass du da warst. Sorry. Ich komme in die Richtung Base und FPS fällt erstmal ganz kurz in den Keller. Tiere, Tiere, Tiere. Oh, sieht schon ein bisschen netter aus, ja? Folgt er mir? Ach Mist. Ja, hat gerade abgepfiffen. Welches Tag ist eigentlich heute? Montag. Ah. Hoffe ich. Ja, hoffe ich. Schäfer, gute Nacht. Ah. Gute Nacht, Kim. Highlander ist kein Science-Fiction-Film? Ja. Nein. Aber ein guter Film. Ja doch, Highlander ist auch irgendwo ein Science-Fiction-Film. Kann man doch zu Science-Fiction zählen. Ich bin immer eher so Alien, ganz klar. Ist es Shining ist Horror. Terminator. Ich bin großer Terminator-Fan. Ich fand einfach... Terminator hat es geschafft, von dem ersten Teil, der damals ultra gut war, heute so ein bisschen altbacken, aber trotzdem gut, bis in die Neuzeit, haben sie das echt gut rübergebracht. Also man merkt so, dass die neuen Filme neu sind, auch neue Technik zeigen. Trotzdem ultra gut. Und hast du einen Cinematic Pass hergestellt gehabt? Hab ein bisschen hier gehabt, ja. Dann bin ich umsonst losgefahren. Schwamm. Ach, kannst du so nicht sehen. Ja, ich finde das nicht in Ordnung. Ich guck mal, ob eine Zisterne ausreicht.